wir hoffentlich endlich weiter. Gestern haben wir dann nochmal hier an unserem Schlafplatz geschlafen, wo da vorne unsere Unterkunft war, die wir ja für 3 Wochen, glaube ich, 2,5 Wochen circa hier hatten. Und da wir ja gestern dann noch das mit meinem Reifen wieder klären mussten, hatten wir es recht spät, ich glaube circa 16 Uhr, wo wir dann wieder hier dran vorbeikamen. Und dann haben wir uns überlegt, dann schlafen wir einfach nochmal hier. Hier wissen wir, dass wir hier gut schlafen können und hatten unsere Hütte ja noch, dass wir Schatten haben am Abend. Und ja, das haben wir dann also so gemacht. Und jetzt hoffen wir, dass wir weiterkommen. Na, was sagst du dazu, dass wir jetzt endlich aus Veracruz rausgefahren sind? Naja, ohne Stadt Veracruz sind wir immer. Na, aber aus der Stadt. Wir haben es aus der Stadt geschafft. Nach über 3 Wochen und 3 Versuchen. Viel Schweiß und Tränen. Nerven, und Tränen Frust. Auch. Meine Tränen. Ja. Ja. Geschafft. Sehr gut. Ich komme von dem Taxi. Okay. Guys, where you come from? Germany. Germany, Deutschland. Yeah. Yeah. What are you doing? You're across all Mexico or just part of Mexico? Mexico, Oaxaca, Yucatan, and then to Argentina. Argentina. Okay. And where you start? In Mexico City. Mexico City. Oh, good. Where you go right now? To playa. Oh, to the beach. You know how to go out from Alvarado or not? What did you say? You know how to go out? Where are you going after this? Ach so, wo wir danach hin wollen. Wo geht's danach hin? But you have a map, right? Or yeah, you have a map, and then we cycle to the beach. You have to go down. Down on the left. Yeah. Then right and then left. All right. Gracias. Oh Gott. Thank you.
Hi! Ja, also, wir sind jetzt am Strand. Wir waren jetzt gerade eben auch schon eine Runde schwimmen. Also wir sind hier in Alvado, also so heißt die Ortschaft, die direkt sich hier hinter mir befindet, hinter dem Hügel. Wie man sieht, die Sonne geht langsam runter. Und ja, ich baue jetzt gerade das Zelt hier fertig auf. Wir sind hier so ein bisschen in den Dünen. Dahinter ist direkt das Wasser. Ich denke mal, das hört man auch, die Brandung. Ist nicht toll. Und Jasmin kümmert sich gerade um das leibliche Wohl. Heute gibt es vegetarische Bolognese, ein alter Klassiker. Mexikanische Art. Mexikanische Art. Jasmin macht mit Avocado und Koriander. Und Tex-Mex-Gewürz. Ja. Genau. Und ich baue gerade das Zelt auf und dann wechseln wir. Da macht sie das Zelt von innen fertig und ich koche dann weiter. Und ja, ganz entspannt heute. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie man sehen kann, bin ich schon wieder auf Achse. Wir haben jetzt kurz vor 7 Uhr morgens und ich spaziere jetzt hier den Strand entlang. Weil wir haben gestern noch was Cooles entdeckt aus der Ferne. Und da sind wir aber gestern Abend nicht mehr hin, weil wir gedacht haben, na, wir bauen jetzt lieber Zelt auf und kochen. Aber jetzt stiefel ich da mal hin. Was es genau ist, werdet ihr jetzt gleich sehen. Auf jeden Fall ziemlich cool. Jasmin wartet am Zelt. Ja, und ich gehe eine Runde spazieren. Wie man unschwer erkennen kann, stehe ich jetzt direkt vor dem Schiff. Jetzt kann man das auch mal richtig gut erkennen. So. Wir haben gerade Ebbe. Ja, auch am Golf von Mexiko gibt es Ebbe und Flut. Dann kann man fast trockenen Fußes bis ans Schiff ran. Die Tür da scheint auch, also das Schott scheint auch etwas offen zu sein. Also man kann da auch bestimmt rein. Was ich natürlich jetzt mal nicht machen werde. Ich weiß, vielleicht alle denken jetzt, voll der Schisser. Nee, muss man nicht machen, weil Jasmin wartet auch noch hinten bei unseren Sachen am Zelt.
Und ich will sie auch nicht zu lange alleine lassen. Außerdem habe ich jetzt auch keine Kopfklappe dabei. Aber cooles Ding. Buenos dias. Heute spontan eine Unterkunft genommen, weil der Basti muss noch ein paar Videos schneiden und dann können wir das auch direkt nutzen, um unseren Sand abzuspülen. Wir haben nämlich gestern da, wo wir geschlafen haben, am Strand geschlafen und es ist so richtiger klebriger Sand, den kriegt man einfach überhaupt nicht ab von den Füßen. Das funktioniert nicht, der ist so fein. Außerdem ist das toll, wenn man auch mal duschen kann dann jetzt nach dem ganzen... Was? Es ist so eine Schwüle. Es ist nicht verkehrt, aber ein bisschen Hygiene ist okay. Nein, wer macht denn sowas? Genau, und auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine Unterkunft. Und der Vermieter, der malt das hier alles selber. Das ist ein Künstler. Er hat auch nebenan das Zimmer. Das zeige ich euch mal schnell. Da. Das hat er alles selber gemalt. Richtig schön. Toll ist es hier. Ja, deswegen... Jetzt haben wir uns überlegt, Basti schneidet Videos, ja. Wir gehen gleich in die Stadt. Und wir haben einen schönen Innenhof. Genau, wir haben einen schönen Innenhof. Da stehen die Fahrräder, Palmen, also wirklich toll. Und ja, dann ist es auch noch gar nicht so spät, ich glaube 1:30 oder was? Viertel vor zwei. Deswegen gehen wir gleich mal in die Stadt, gucken, dass wir was zu essen finden. Ja, und dann fahren wir morgen weiter.